Ja, hallo liebe Leute. Eine weitere Folge Fishing Planet. Heute mal wieder in Alberta. Bei dem Wettbewerb Dreifachforelle. Und bis jetzt sieht es so ganz gut aus. Vom Anfang an immer in den Top 10 gehalten. War zwischendurch sogar auf Platz 1. Mit 28 Punkten, nachdem ich eine einzigartige Splake gefangen habe. Aber dann kamen die Pro-Club-Leute und die anderen. Und dann ging es leider wieder ein bisschen runter. Jetzt bin ich wieder Sechster aktuell. Ich bräuchte mal so ein Trophy. Ich habe noch nicht ein Trophy gefangen. Die anderen haben alle Trophys. Seesaiblinge. Na gut, dafür habe ich eine einzigartige Splake gefangen, aber die hat ja nur 8 Kilo. Ja. Überhaupt kein Problem. Ich habe mal gerade die Aufnahme für YouTube gestartet. Ich bin auch immer noch im Wettbewerb. Im Moment Warst Erster. bin ich Sechster. Die anderen haben ganz gut aufgeholt. Top 10 ist schon ganz okay, ja. Aber Top 3 wäre besser, weil dann gibt es ja diese X-Series Teil. Und nö. Ja, dann hat er es doppelt und dreifach. Ja. Nö, kann man nicht verkaufen für Bitcoins. Das sind ja meistens Köder irgendwie und die kann man ja nicht verkaufen. Kann man nur in Ascheimer schmeißen. Verkaufen kann man nur Schnüre, Ruten, Rollen und andere Ausrüstungsgegenstände. Und selbst die Rutenständer kann man nicht verkaufen. Auch die kann man nur in die Mülltonne treten. So, 13 Kilo Trophy gefangen. Super, bin wieder Platz 3. Mit 41 Punkten. Der erste hat 48 Punkte. Einen einzigartigen noch. Oh, jetzt bin ich wieder Platz 5. Von 3 auf 5 gesprungen. Müssen zwei Leute gleichzeitig was Besseres gefangen haben wieder. Ja, aber bei mir auch.
Die fangen immer im gleichen Moment, wo ich einfange, fangen die auch. Ich komme nicht mehr einen Platz nach vorne. Ich bin immer noch Fünfter. Aber nicht, wenn die in dem Moment, wenn ich einfange, auch wieder einfangen. Irgendwie. Dann geht's nicht voran. Von 5 auf 7 wieder runtergefallen, wieder zwei Plätze auf einmal runter und gleich wieder auf 4 hoch. Das ist ein Hin und Her hier. Solange ich mich da in den oberen Plätzen halte, bin ich zufrieden. Nur wenn ich fertig bin, dann kommen ja noch 100 andere Spieler irgendwie, die erst später anfangen. Das ist immer das Ärgerliche. Da werde ich noch weit nach unten fallen. Wenn ich die Top 10 halte, dann bin ich sehr glücklich. Aber ich glaube nicht. Und so muss man schon Platz 3 das Turnier verlassen, besser im Wettbewerb, um am Ende dann noch in den Top 10 zu sein. Wieder Sechster. 52 Punkte. Ja, immer, der hält immer die 7 Punkte Vorsprung, der Erste. Der hat 52, ich 45. Und 16 Minuten habe ich noch. Da habe ich irgendwas Kleines dran. Bestimmten Flussbarsch. Oder eine normale Splake oder Bachsaibling. Irgendwas Kleines. Ein 3 Kilo Seesaibling. Was habe ich doch, was Kleines. Aber bin wieder Vierter. Habe ich noch mal was Größeres dran. Mal gucken. Klein Trophy. Wäre nice. Wären 4 Punkte. Hätte ich 51 und wäre auf dem dritten Platz. Oder zweiten Platz. Ne, dritten Platz. Der hat ein paar hundert Gramm mehr mit seinem größeren Fisch. Na ja, doch, zweiter Platz. Super.
So, jetzt bin ich nur noch 3 Punkte hinter dem ersten. Ja, wenn ich jetzt einen einzigartigen fangen würde, dann. Ah, jetzt ist er wieder 5 Punkte vorne. Hat wieder 2 Punkte geholt. Super. Ja. Die großen Trophys und die kleineren Einzigartigen machen mehr Stress als die großen Einzigartigen. Ja, klar. Und auch die Physik, die Animation und die Physik, die die Fische haben und so. Wie sie kämpfen und wie sie sich bewegen, auch wenn du sie rausziehst, an der Angel hängen da, am Haken hängen, wie die rumzappeln und so, das sieht schon sehr realistisch aus. Jetzt hat er 10 Punkte Vorsprung, der erste. Schon wieder was Fettes gefangen. Auf jeden Fall ein Trophy, mindestens. Fehlbiss. Und danach gleich ein Hänger. Und wenn man hier einen Hänger hat, kann man den ganzen Auswurf vergessen, kann man gleich einholen. Weil der Hänger geht weit über 10 Meter irgendwie. Dann ist es sowieso vorbei. Irgendwo im Seegras unten am Grund hängen geblieben. Und da holst du 10, 12 Meter ein und dann löst er sich erst wieder irgendwie. Oh, der dritte ist nur noch ein Punkt hinter mir. Ja, den Fehlbiss eben hätte ich nicht haben dürfen. Der hätte beißen müssen. Nö, ich mache Video für YouTube jetzt. Live gehe ich nicht auf YouTube. Nee, mag ich nicht. Die Livestreams auf YouTube gucke ich auch nicht. Ich finde die scheiße. Livestreams gucke ich nur bei Twitch. Im vernünftigen Chat und so. Der Chat im YouTube, da sind ja nur Idioten unterwegs. Oh, ich bin nur noch Dritter. Der hat genauso viele Punkte wie ich und hat aber einen größeren Trophy gefangen als ich. Und deswegen ist er auf dem zweiten jetzt und nicht auf dem dritten abgerutscht. Ärgerlich. Jetzt bin ich nur noch Vierter. Jetzt holen sie alle wieder auf. Und ich fange wieder nichts mehr. Seit dem Fehlbiss irgendwie. Das ist immer scheiße. Wenn du einen Fehlbiss hast, hast du danach erstmal stundenlang gar nichts irgendwie. Ich angel auch mit Spinning. Ist auch nur Spinning erlaubt hier. Und die Köderführung ist sehr anstrengend hier.
Mal kommt er hoch, der Köder, mit Tempo 2. Dann bleibt er wieder am Boden kleben. Kannst du Gas geben, wie du willst. Manchmal sinkt er langsam ab. Und an manchen Stellen fällt er runter, als wenn es gar kein Wasser geben würde, oder? Oh, ich fange einfach nichts mehr. Seit dem Fehlbiss. Keine Aktion mehr hier. Den hätte ich nicht haben dürfen. Der hat das alles versaut jetzt. Fünfter nur noch. Und noch ein Fehlbiss. Na, ganz toll. Jetzt geht's aber richtig ab hier für mich. Beim Absinken Fehlbiss. Unten Hänger, na ganz toll. Noch Sechster. Jetzt läuft es richtig scheiße für mich die letzten Minuten. Das Einzige, was mir jetzt noch einigermaßen retten könnte, wäre ein einzigartiger. Oder zwei Trophys. Oh nee, ich krieg natürlich einen Hänger statt einen Biss. Obwohl ich immer an den gleichen Platz schmeiß. Mal habe ich da einen Hänger und mal nicht. Irgendwie. Das ist ganz komisch. Musst du zum Quanschken Lake, Louisiana. Louis Sahne. Oh, sieht er nur noch, aber ich habe jetzt wieder einen Biss. 5 Minuten. Aber mit dem bin ich wieder auf Platz 4 zurück, glaube ich. Ne, 3 sogar. Platz 3. Oh, war ein Trophy, deswegen. 59 Punkte, Platz 3. Noch den zweiten Trophy. Oder einen einzigartigen. Mit einem einzigartigen wäre ich auf Platz 2 sicher. Ne, jetzt bin ich wieder runter auf Platz 4. Ja, mein Trophy ist zu klein. Ich hätte den Platz 3 gehalten, wenn meiner auch so 14 Kilo und nicht nur 13 Kilo hätte. Aber gleich bin ich wieder Dritter. Ich habe wieder einen Biss. Selbst wenn es ein normaler ist, habe ich mit 61 Punkten wieder sogar den zweiten Platz. Jo, zweiter Platz jetzt wieder. Ja, es könnte hinkommen, dass ich am Ende noch in den Top 10 bin, wenn alle anderen durch sind mit ihrem Dreiviertelstunde Spiel hier.
Oh ja, noch mal ein Biss. Zwei Minuten noch. Ein Biss brauche ich noch. Mindestens. Und am besten noch ein Tropfi. Ja, hat man manchmal. Und ich habe noch ein Biss. Super. Also 65 Punkte sind wir schon mal sicher, wenn der jetzt nicht abspringt vom Haken. Kommt ja auch mal vor. Was denn? Das habe ich schon gehabt, ja. Ah, hat einer doch noch einen Punkt mehr als ich. Das ist doch nicht wahr, ey. Dritter Platz wegen einem Punkt. Ich habe 65, der hat 66. Also brauche ich doch noch einen. Aber dann lohnt sich das Reparieren ja doch noch. Oh, Fehlbiss. Die letzte Minute läuft und ich kriege einen Fehlbiss. Das ist doch zum junge Hunde melken. Und einen Hänger natürlich auch noch, klar, logisch. Wenn schon, denn schon. So, kriege ich noch einen Auswurf hin? Ne, sind nur noch 45 Sekunden. Das wird nichts mehr. Der Köder braucht ja immer schon eine halbe Stunde, um hier abzusenken, auf die große Tiefe hier. Ja, natürlich. Gleich direkt in den Hänger rein. Abgesunken der Köder und direkt in den Hänger rein. Letzten 10 Sekunden. Dritter Platz, 65 Punkte. Oh, wenn ich viel Glück habe, bleibe ich in den Top 10. Ja, liebe Leute, das war's für dieses Video. Seht ihr, wie es funktionieren kann? Mit ein bisschen mehr Glück wäre ich hier vielleicht sogar Erster oder Zweiter oder Dritter geworden. Aber sollte nicht sein. Noch habe ich den dritten Platz, aber den werde ich nicht am Ende noch inne haben. Wenn ich Glück habe, bleibe ich in den Top 10. Ich werde es dann auf jeden Fall in den Videotitel mit reinschreiben, welchen Platz. Jo, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal.